BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Ein Haus aus vielen kleinen Holzklötzen, ähnlich wie Legosteine. Dieses Konzept verfolgt die Trickprick AG aus Tübingen. Der Baustoffhersteller fertigt in seinem Werk viele kleine Holzbausteine an, die später zusammen ein gesamtes Gebäude ergeben. Wie das genau funktioniert, hat sich Manuel Hagel, der Vorsitzende der CDU Baden-Württemberg, am Montag angeschaut. Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit des Landes Baden-Württemberg erneut mit 3x A bewertet, der bestmöglichen Bewertung. Obwohl die Ausgaben laut Steuerschätzungen die Einnahmen übersteigen, geht die Agentur davon aus, dass es der Landesregierung gelingt, die Ausgabendisziplin aufrechtzuerhalten. Die Bewertung sei ein Vertrauensvorschuss für die laufenden Haushaltsverhandlungen, aber gleichzeitig auch eine Verpflichtung, sagte Finanzminister Daniel Bayers. Investitionen seien sinnvoll und notwendig. Ebenso müsse man sich aber darauf konzentrieren, was für eine gute Entwicklung des Landes vorrangig sei. Aus diesen kleinen Klötzen können ganze Häuser entstehen. Hierbei handelt es sich um mikromodulare Holzbausteine, auch Bricks genannt. Hergestellt werden sie hier bei Trickprick in Tübingen. Bei einer Werksführung durch Vorstand Maximilian Wörner ließ sich CDU-Landeschef Manuel Hagel das Konzept hinter den Bricks genauer erklären. Wir können so gut wie jede Gebäudeklasse herstellen, die wir möchten. Wir sind geschossunabhängig zugelassen in ganz Deutschland, haben eine ABZ und eine ABG und sind jetzt in unterschiedlichen Assetklassen unterwegs, bauen gerade einen großen Supermarkt in Braunschweig, aber auch haben verschiedene Hotelprojekte. Erster achtgeschossiger Wohnturm ist in Planung, von daher denke ich, gibt es bisher noch keine Einschränkungen. Und so sieht eine fertige Brickwand dann aus. Die einzelnen Klötze werden einfach aufeinander gesteckt und mit Hilfe von Holzdübeln miteinander verriegelt. Durch diese simple Bauweise beträgt die Bauzeit für ein Einfamilienhaus gerade einmal 2 bis 3 Tage. Und wenn ein Gebäude nicht mehr gebraucht wird, können die Bricks einfach wieder abgebaut und erneut verwendet werden. Auch beim Holz, aus dem die Bricks bestehen, achtet das Unternehmen auf Nachhaltigkeit. Das Holz kommt, wenn es Schnittholz ist, aus dem Forst, aus der Region selbstverständlich, aus zertifizierten Wäldern. Wir haben aber auch schon rückgebautes Bauholz im Programm. Wir haben Forschungsansätze mit Agroforstprodukten, mit schnell wachsenden Hölzern. Also da ist noch nicht Ende. Bei der Werksführung durfte Manuel Hagel auch selbst mit anpacken und einen Brick in eine Wand einbauen. Für den CDU-Politiker gar kein Problem. Ich habe 3 kleine Kinder, bin also sehr im Umgang mit Lego geübt und ich kann Ihnen sagen, das schafft man. Hagel zeigt sich vom Konzept der Bricks begeistert. Hier würden gleich 2 relevante Zukunftsthemen angegangen werden. Der Schutz unserer Erde, eine gesunde Umwelt, indem wir mit unseren Wäldern nachhaltig wirtschaften, dadurch CO2 binden und eben auch moderne Bauweise, wo Gebäude, Supermärkte und so weiter gebaut werden. Also das finde ich, ist genau so, wie es sein soll. Nicht mit Verbote, nicht mit Bevormundung, sondern mit Freude uns ermöglichen, dass wir beide Ziele erreichen. Und da ist das hier wirklich ein wunderbares Vorbild und auch Beispiel. Unternehmen wie Trickprick würden laut Hagel die Ärmel hochkrempeln, um innovative und gelungene Produkte zu entwickeln. Dabei seien sie eine Bereicherung für unser Land, so Hagel abschließend. Der Tübinger SPD-Kreisvorsitzende Florian Zanetta will in den Bundestag. Der 25-Jährige wurde erst im Juni in den Tübinger Gemeinderat gewählt und ist dort SPD-Fraktionsvorsitzender. Jetzt will er die Nachfolge von Martin Rosemann antreten und für die SPD im Wahlkreis Tübingen kandidieren. Nicht in den Bundestag dagegen will die SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Kliche-Behnke. Sie möchte im Landtag bleiben und dazu beitragen, dass die SPD nach der nächsten Landtagswahl Regierungsfraktion wird. Und soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.